Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Mass Effect 1 Legendary Edition mit Pax. Ich bin das erste Mal an einer schwierigen Stelle angekommen, wo ich jetzt schon einige Male gestorben bin. Nachdem ich jetzt auf den höchsten Schwierigkeitsgrad Wahnsinn geschalten habe. Ich zeige es euch nochmal. Wo war das? Da. Wahnsinn, höchster Schwierigkeitsgrad. Vorhin mal auf Hardcore gespielt. Ich habe eine Idee, wie wir das hier schaffen. Wenn die Idee nicht funktioniert und wir es nicht schaffen, dann gehe ich wieder auf Wahnsinn runter und spiele dann auch das restliche Spiel im Wahnsinn. Also ich werde, sobald ich einmal wieder runtergehe im Schwierigkeitsgrad, nicht wieder hochgehen. Ich fange nicht an, hin und her zu springen, das ist lächerlich, damit macht man sich lächerlich. Entweder zieht man es durch auf dem höheren Schwierigkeitsgrad oder man gesteht sich ein, dass man es nicht schafft oder keinen Bock drauf hat. Und dann bleibt man bei dem unteren und geht nicht irgendwann wieder hoch. Ne? Okay. Also ich habe eine Idee, wir probieren es. Nummer 1. Nummer 2. Hauptreaktor wurde gemäß Notfall-Eindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Ah, überhitzt. Da fällt mir ein, ich wollte ja eigentlich dieses... Ja, alles nehmen. Ich wollte ja eigentlich hier erstmal gegen synthetische Ziele ausrüsten, so. Okay. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfall-Eindämmungsprozedur abgeschaltet. Ich glaube, es muss noch mindestens einer sein, weil sonst würden wir unten rechts wieder das Radar sehen. Das hat sonst immer funktioniert. Ja, wir gehen jetzt nicht da hoch, weil mein Plan ist ein anderer. Halt, kommt jetzt einer? Ja, da. Komm wieder her. Komm wieder her. Mein Plan ist, von der anderen Seite uns ranzupirschen, weil das sieht er uns, glaube ich, erst relativ spät. Und zwar auf der unteren Ebene, nicht auf der oberen. Genau, komm du mal her. Schön in den Arsch geschossen. Okay. Notfallinterface verbessert das Visier, Großkaliberlauf, chemisch. Da haben wir noch das 2. Also ist, wenn ich halt mit einem Schuss tot bin, ist halt auch dieses Notfallinterface komplett sinnlos, fällt mir gerade ein. Giftresistent ist egal, Schockabsorber, Physiklimit, Servolenkung, Schmetterschaden. Da macht es halt fast mehr Sinn, einen Schildgenerator zu haben, aber ja, ich glaube, es ist fast egal. Wir sind halt mit einem Schuss tot, auch wenn wir besser einen Schildgenerator haben. Okay. So, wie gesagt, das ist jetzt die letzte Idee von mir. Wenn es auch nicht funktioniert, dann gehe ich auf Wahnsinn wieder runter und hoffe, dass wir es dann schaffen. Vielleicht. Kommen wir ja erstmal hier ran, vielleicht hilft das ja, wenn wir das einschalten. Sie haben die Reparaturen vergibt mit 15 beendet. Aber ich kann immer noch nicht speichern. Wir könnten wahrscheinlich sogar hier abhauen, ohne den umzubringen, aber das will ich natürlich auch nicht. Fuck.
Nicht ohne Lufttransport. Nicht ohne Lufttransport. Was, nicht ohne Lufttransport? Was will sie mir denn damit sagen? Ach so, ja, ich habe ja auch hier Attentat. Das Terrain ist zu rau. Hä? Ist er mit unserem Attentatschuss gestorben? Ja, wir können speichern. Ach krass, das habe ich gar nicht gemerkt. Ja, wir haben es geschafft. Ich muss nicht runtergehen. Vom Schwierigkeitsgrad. Ich bin halt doch der Beste. Verdammt nochmal. Nice. Sehr geil. Dann gehen wir jetzt, auf die höhere Ebene und sammeln den geilen Shit ein, den er uns da gegeben hat. Schildbatterie 3, Servolenkung 3. Alles nehmen. Sehr geil. Ist mein Plan also aufgegangen, weil ich habe mir schon gedacht, dass wir uns wahrscheinlich besser einstellen, weil wir ein bisschen Distanz zwischen uns haben und nicht so nah an dem dran sind. Das war das große Problem. Jetzt sollte hier eigentlich kein Gegner mehr kommen, aber sicherheitshalber immer mit gezückter Waffe. Leichte Dechiffrierung. Neue Waffen, Sturmgewehr, Lancer 4. Ist trotzdem schlechter, okay. Ja, wir haben nichts Neues, was wir nehmen wollen. Hier stand der. Waffenspind. Warum denn immer noch leichte Dechiffrierung? Jede Dechiffrierung ist leicht, die können ruhig mal eine schwierigere geben. Pistole Kessler 3. Die Pistole kämpfen echt eigentlich gar nicht. Okay. Ich wollte mal gucken, wie die so ist. Gut, dann haben wir jetzt erstmal die Sachen wieder eingeschaltet und können zurückgehen. Ich bin ja mal gespannt, ob wir noch auf diese Matriarchin treffen. Aber die wird auf Garantie vorher weg sein, bevor wir hier alles reaktiviert haben. Die ist ja auch irgendwo anders, glaube ich. Irgendein Außenposten hier. So. Online. Verbunden mit dem Außenlabor. Wie kann ich Ihnen helfen? Was bedeuten diese freien Gefahrenstoffe? In der Dekontaminationskammer befinden sich gefährliche biologische Wirkstoffe. Im Interesse der Crew-Sicherheit wurde die Bahnstation verriegelt. Vor dem Betreten müssen die abgesicherten Plasmadüsen aktiviert werden. Wie aktiviere ich das Absicherungssystem? Die Steuerung der Absicherungssysteme befindet sich am Sicherheitskontrollpunkt außerhalb der Dekontaminationskammer. Warnmeldung. Das Absicherungssystem steht zurzeit nicht zur Verfügung. Ich möchte wissen, was hier passiert ist. Tut mir leid, aber ich brauche spezifischere Eingaben. Ja, das hat man alles schon. Das ist alles, was ich jetzt wissen muss. Oh, wie sind denn da jetzt hingehen? Ich weiß es gar nicht. Commander, ich melde Sie ab. Bereichskarte. Okay. Ich dachte, da wären nur zwei Wege gewesen und wir hätten jetzt beide genommen und hätten die Sachen erledigt auf den beiden Wegen. Müssen wir mal schauen, wo wir jetzt hin müssen. Ist F5 nicht schnell speichern? Ah, wir können gerade nicht speichern, weil wir im Fahrstuhl sind, oder? Ja. Bin gespannt, ob wir diesen biologischen Gefahrenstoff auch noch bekämpfen müssen. Organisch, Wechsel auf Schrotflinte. Gebiet gesichert. Oh, haben wir es noch gar nicht aufgemacht? Stimulanzpack 3, Rückschussdämpfer 3.
So, Moment, wo müssen wir jetzt hin? Von hier sind wir gekommen. Ich glaube, hier waren wir auch schon. Oh, ich glaube, hier müssen wir lang. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, hier müssen wir lang. Fahrstuhl. Ja, toll. Es wäre schön, wenn man stehen würde, wo wir jetzt hingehen. Sie betreten jetzt den Dekontaminations- und Transport-Hub. Das müsste richtig sein. Warnmeldung. Freie Gefahrenstoffe in der Dekontaminationskammer. Zugang zu den Passagierzügen nicht empfohlen. Oh, mal schauen, ob wir wieder synthetische treffen oder... irgendeine Leiche. Sie sind eingeschlossen. Ja, das dachte ich mir schon, dass wir auf die hier wieder treffen werden. Fertigkeit zu gering, was? Die haben wir doch auf Maximum gepumpt bei unserem Squad. Was sind da los? Mülltonne, da wühle ich immer am liebsten drin rum. Warum liegt denn in der Mülltonne Waffen-Upgrade? Rüstungs-Upgrade? Was sind da los? Die Kontrollgruppe im Labor ist außer Kontrolle. Sie sind wahnsinnig geworden. Wir können nicht weg. Sie kommen jetzt die Tunnel hoch. Es tut uns leid, es hat keiner geschafft, den Selbstzerstörungsmechanismus zu aktivieren. Rettet euch! Er hat sich selbst getötet, weil er Teil dessen war, was hier geschehen ist? Das ist traurig. Schließlich hat man nur ein verdammtes Leben. Vielleicht war er anderer Ansicht. Aber viele Salarianer glauben an das Rad des Lebens. Andere Völker nennen es Reinkarnation. Das heißt, die Materialien hat tatsächlich gar nichts damit zu tun, oder was hier passiert? Wenn ich das richtig verstehe? Online. Verbunden mit dem Außenlabor. Das ist, was ich jetzt wissen muss. Natürlich. Nein, nicht gehen. Erledigen Sie... Online. Verbunden mit dem Außenlabor. Wie kann ich Ihnen helfen? Das ist alles, was ich jetzt wissen muss. Natürlich, Commander. Ich melde Sie. Mittelschwere Dechiffrierung. Es hat genau an dem dran geklebt, geil. Ja, die sind relativ simpel, die Dinger. Oh, ich bin vergiftet. Ja, aber scheint mich trotzdem leicht. Auf. Was hast du? Ja? Wo kommt der denn her? Hä? Alles sicher, Commander. Ja, ist schön, aber wo kam der denn her? Wieso kann ich denn das nicht mehr öffnen? Hier war doch was drin. Oh, weil es leuchtet jetzt grün, aber ich kann es nicht aufmachen. Sehr geil. Die ist auch vergiftet, die Tali, aber halt sie sich? Wir haben ihr doch so ein Heilding gegeben, oder? Ja. Notfallinterface 2 hat sie doch. Weiß ich auch, warum wir hier Sachen finden gegen Gift, weil die uns vergiften. Vielleicht muss das Gift bei ihr erst verschwinden, bevor sie sich weiter heilt. Moment, was ist denn da auf der Karte drauf? Die Kommunikationskammer. Ja. Aber wir haben doch hier alles gemacht in der Kammer, oder? Müssen wir hier noch irgendwas machen? Ja, die ist da drüben, ist das an... Ja, aber wir haben doch auch da alles gemacht. Haben wir irgendwas vergessen? Meiner Meinung nach nicht. Kiste. Hä, haben wir hier nicht schon alles aufgemacht gehabt? Was passiert denn hier? Das ist ja wieder Winter bei uns zu Hause. Ich trage einen Umweltanzug und mir ist immer noch kalt. Wir gehen weiter. Ich glaube, wir müssen einfach durch. Die Scheiben sind so beschlagen oder eingefroren, dass wir gar nichts sehen.
So, treffen wir jetzt wieder auf Geht oder auf Organische? Können wir jetzt mit dem Ding fahren? Vielleicht kommen wir jetzt dahin, wo die Matriarchin ist, falls noch da ist. Ja, die ist, glaube ich, bei der Riftstation. Richtung Riftstation. Wir erreichen jetzt die Binhex-Forschungseinrichtung Riftstation. Ich bin mal gespannt, ob wir noch irgendwo einen Überlebenden finden. Wobei wir auch bisher nur einen Wissenschaftler gefunden haben. Ich weiß nicht, ob die anderen schon alle rechtzeitig evakuiert wurden. Was ist hier los? Nur Notausgang, okay. Zu den Sicherheitslaboren. Ist da nicht die Matriarchin hingegangen? Ich glaube. Wo geht's hier hin? Eine Menge. Wir sind nur am Rumfahren. Fahrstuhl, Raumschiff, sage ich schon. Irgendein Marco-Fahrzeug, wo wir über den Planeten fahren, dann. Ah, okay, das ist ein guter. Wegtreten. Ich hatte schon kurz Angst. Tut mir leid, wir konnten nicht sicher sein, was in der Bahn ist. Keine Autopsie, kein Foul. Ich werfe Ihnen nichts vor. Ich hätte das Gleiche getan. Was ist hier los? Ungeziefer. Zillionen von ihnen. Kommen aus den Tunneln aus dem Sicherheitslabor. Mein Team ist seit Tagen auf Stims. Hören Sie, Sie sind ein Mensch und das ist Grund genug, nicht auf Sie zu schießen. Aber ich würde gern wissen, wer Sie sind. Ich heiße Shepard und ich bin ein Spectre. Einem schwer bewaffneten Gaul schaut man nicht ins Maul. Letzte Woche haben die Aliens das Sicherheitslabor überrannt. Nur Hanolar konnte entkommen und seitdem tickt er nicht mehr ganz richtig. Wir konnten gar nicht so schnell gucken, wie diese Bastarde sich in meine Kommandoposten verbissen hatten. Und da waren wir noch gut besetzt. Sie wurden überrascht und hatten Zivilisten zu beschützen. Sie haben gute Arbeit geleistet, Captain. Ach ja? Warum liegt es mir dann quer im Magen? Der Aufsichtsrat schickte eine Asari, um hier aufzuräumen. Sie ist gestern ins Sicherheitslabor gegangen und seitdem haben wir nichts mehr von ihr gehört. Venezia, ist sie noch dort? Keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, was eine Einzelne ausrichten könnte. Bei den Zügen gibt es einen Notaufzug. Mit dieser Karte können Sie ihn aktivieren. Er wird Sie runter ins Sicherheitslabor bringen. Wenn Sie erste Hilfe brauchen, gehen Sie zu Dr. Cohen unten in der Krankenstation. Erzählen Sie mir von der Riftstation. Ich kann nicht über alles reden. Was genau wollen Sie denn wissen? Erzählen Sie mir von den Verteidigungseinrichtungen hier. Sicher genug, dass Sie nicht überall rumschnüffeln sollten. Mich hat einfach Ihr Vorgehen beeindruckt. Eine Woche lang Angriffen standzuhalten, ist alles andere als ein Zuckerschlecken. Nur die Besten werden Hochsicherheitseinrichtungen wie dieser hier zugewiesen. Was mich am meisten beeindruckt, sind die Geschütztürme, Alarmanlagen und Kameras. Sie werden alle zentral in der Nähe des Quarantänelabors gesteuert. Ein Einzelner kann die gesamte Einrichtung abriegeln. Das Sicherheitszentrum ist der letzte logische Rückzugspunkt, wobei wir den ganzen Weg bis dahin von den Geschütztürmen geschützt würden. Was für eine Art von Forschung wird hier betrieben? Keine Ahnung. Muss ich auch nicht wissen. Und solange die Leute nicht sterben, ist das auch nicht mein Problem. Was können Sie mir über die Aliens sagen? Fragen Sie Dr. Olar. Er ist der Einzige, der aus dem Sicherheitslabor entkommen konnte. Und er ist der einzige Volus hier. Ich möchte mehr über die Situation im Sicherheitslabor wissen. Die Einrichtung hängt nicht mehr am Netz. Der einzige Weg, das herauszufinden, wäre, Aufklärer mit dem Aufzug runterzuschicken. Aber ich werde keinen meiner Leute in den Tod schicken. Kamen die Aliens aus dem Inneren dieser Einrichtung oder griffen sie von außen an? Wollen Sie meine ganz persönliche Meinung hören? Labore wie dieses existieren, um irgendeine Scheiße zu entwickeln, die andere Leute tötet. Erzählen Sie mir von der Architektur des Sicherheitslabors. Es wurde in einem Gletscher weiter unten im Berg gebaut und ist sehr alt, dick und stabil. Wenn etwas schief läuft, heizen Sie es einfach auf und versenken es im Eis.
Normalerweise gelangt die Crew mit einer Bahn von der Central Station zum Labor. Wir haben auch einen Aufzug, der direkt dorthin führt, aber der ist für Notfälle reserviert. Hören Sie mal. Ich werde meine Leute nicht dort runterschicken. Es ist einfach zu gefährlich, kapiert? Sind Sie sich sicher, dass die Matriarche noch im Sicherheitslabor ist? Sie ist jedenfalls nicht hierher zurückgekehrt. Sie kamen durch die Zentralstation, also ist sie dort auch nicht. Wie schlagen sich Ihre Leute? Die erste Angriffswelle kam unerwartet. Sie konnten eindringen und wir haben einige gute Leute verloren. Demzufolge sind wir jetzt teillos unterbesetzt. Wir halten die Befehle aufrecht, indem wir lange Schichten fahren und Stims einwerfen. Mir gefällt das zwar gar nicht, aber ich sehe auch keine Alternative. Ich habe noch zu tun. Ja, ich höre die... Verdammt, alle Mann ausschwärmen! In Deckung! Was? Von wo? Was? Wie? Was? Ich sehe nichts. Danke für die Hilfe. Alle paar Stunden kommt eine Gruppe durch den Bahntunnel. Es ist besser geworden, seit wir den Aufzug stillgelegt haben. Ich tue, was ich kann. Ich weiß auch nicht, warum die immer wieder gegen unsere Verteidigungsanlagen rennen. Selbst Tiere sollten doch lernen, ihre Nase nicht dahin zu stecken, wo es wehtut. Vorbildlich plus zwei. Weil ich geholfen habe und ich weggerannt bin? Sind aber auch noch zu dritt. Ich meine, wir haben so eine ganz gute Stellung, wobei er steht ein bisschen dumm hier mitten in der Mitte, kann einfach abgeballert werden, aber okay. Dann gehen wir mal weiter. Da konnte ich mich auch gar nicht mehr erinnern, dass wir jetzt hier noch auf solche Wachen treffen. Auf andere Bewaffnete. Können wir uns leider nicht genauer anschauen, diesen Laptop. So, hier drin ist es also sicher. Wir speichern mal und ich würde sagen, wir gucken uns noch den Codex an, den neuen Eintrag. Das heißt, alle, die da Bock drauf haben, bleiben hier. Alle, die da nicht Bock drauf haben, bis zum nächsten Mal. Geht, Hoppers. Die von der Allianz Hoppers genannten Geht-Modelle stellen elektronische Kampfplattformen dar. Sie können elektromagnetische Strahlung über einen großen Bereich aussenden und damit als Offensivwaffen genutzt werden. Zudem sind sie auch in der Lage, virtuelle Attacken gegen die Computersysteme von Rüstungen und Waffen auszuführen und die Leistungsfähigkeit dieser Systeme zu reduzieren. Die Struktur der Hoppers besteht aus innovativem und hochelastischem Muskelmaterial. Dadurch können Hoppers ihren gesamten Körper komprimieren und gewaltige Sprünge ausführen. Hoppers haben zudem an den Hand- und Fußoberflächen tausende Mikrowiderhaken, die es ihnen ermöglicht, Wände und Decken zu erklettern. Dadurch können die Hoppers in blitzschnellen Manövern ihren Standort wechseln und geben dadurch kaum erfassbare Ziele ab. Die Quarianer haben keinerlei Aufzeichnungen über Geht-Modelle, die den Hoppers ähneln könnten. Das bedeutet, dass die Geht dieses neue Wesen eigenständig im Laufe der letzten 300 Jahre entwickelt haben. Dies könnte der alarmierende Beweis dafür sein, dass die Geht technologische Einzigartigkeit anstreben. Spezialisten auf dem Gebiet des synthetischen Lebens sind davon fasziniert, dass die Hoppers anscheinend deutlich organischer als die Standard-Geht-Modelle sind. Die bisher identifizierten Unterarten der Hoppers wurden Pioneer, Pirscher und Geist genannt. Und was ist mit dem Geht, was war das halt, dieses fette Ding da? Ach, das war's schon. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben, damit man euch loben. Lasst einen Kommentar da, aktiviert die Glocke, kein Video mehr verpassen. Abonnieren, bleibt cool, euer Paxis.